Ja, willkommen hier. Ich möchte die liebe Presse, das Publikum und die MMA-Fans aus dem Stream, aus dem Chat hier zur GMC 26 Pressekonferenz begrüßen. GMC 26, wir sind wieder zurück in den großen Arenen, endlich wieder in der Königspilsener Arena, unsere Homebase hier in Oberhausen. Wir freuen uns alle darauf und stehen heute hier der Presse und dem Publikum und natürlich aus dem Stream den Fragen gegenüber. Zunächst einmal möchte ich unser Main Event entschuldigen. Erhan Kartal hat heute leider abgesagt. Es hieß, dass in sein Restaurant eingebrochen wurde. Deswegen konnte er den Flug nicht nehmen. Unser Main Event, Anatoly Bahl, ist trotzdem hier mit vor Ort. Fragen können natürlich auch an ihn gestellt werden. Weiterhin hier am Tisch unser Co-Main Event, Alexander Wesner, Michael Smolik. Und ein unserer Main Fights, Eduard Evdokimov gegen Maurice Adorf. Ich übergebe das Wort an meinen Partner Özan Altıntaş und stehen dann zur Verfügung zu Fragen. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz von GMC 26 hier in Oberhausen in der König-Pilsen Arena. Am 27.11. werden wir endlich wieder eine große Veranstaltung abhalten können. Die letzte große Veranstaltung, die hatten wir hier in der König-Pilsen Arena vor genau 2 Jahren im November und sind jetzt wieder im November hier. Nach dieser Veranstaltung, die über 7.500 Zuschauer hatte, waren wir noch einmal im März 2020 in München im Audidom. Ja, und eine Woche danach war dann der Lockdown. Von daher sind wir umso erfreuter, dass jetzt nach dieser langen Pandemiephase, wo wir uns natürlich immer noch drin befinden, die auch wirklich nicht einfach ist für alle Beteiligten, für alle Veranstalter, egal aus welcher Branche, ja, dass wir jetzt endlich wieder vor großem Publikum veranstalten können. Wir haben natürlich in der Pandemie nicht geschlafen. Wir haben uns in der Pandemie weiterentwickelt. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben auch sehr viel veranstaltet, natürlich kleine Veranstaltungen. Es ist eine Pandemie jetzt nicht die Zeit, wo man ja, den großen Larry raushängen lassen muss, sondern wir haben auf kleiner Flamme Fight Nights veranstaltet. Wir haben über 11 Fight Nights gemacht. Wir haben 3 Fight Islands gemacht. Wir haben über 20 Amateurveranstaltungen, GMC Olympics und Grappling veranstaltet. Wir haben uns ja kurz vor der Pandemie auch von Runfighting getrennt. Im gleichen Atemzug kam dann der Ex-Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 ins GMC-Team und unterstützt uns seit Anfang des Jahres. Darauf sind wir sehr stolz. Jelko Karajcak ist dann seitdem unser neuer Partner. Wir haben GMC TV, eine eigene Streaming-Plattform, auf die Beine gestellt. Die wird auch sehr gut angenommen von den MMA-Fans in Deutschland, in Europa, aus der ganzen Welt sogar. Also wir wollen natürlich das Ganze auch mit der Zeit globalisieren. Ja, jetzt sind wir hier vor einer großen Veranstaltung und freuen uns auf das, was uns in Zukunft erwartet. Und wir sind natürlich jetzt auch offen für Ihre Fragen und die Kämpfer werden Ihnen alle Fragen beantworten. Hier ist die erste Frage aus dem Chat, die ich jetzt vorlesen darf. Und zwar an die Veranstalter. GMC hat während der Pandemie als einziger europäischer Veranstalter regelmäßig monatlich veranstaltet. Einige andere namhafte deutsche und auch europäische Promotions haben jetzt vor kurzem erst noch ihre anstehenden Events abgesagt. Was macht die GMC so sicher, dass es im November mit der Lanxess Arena klappen wird, bevor sich nachher potenzielle Zuschauer vor Ort wieder damit auseinandersetzen müssen, ihre Tickets irgendwo zurückgeben zu müssen? Also wie Özan gerade schon sagte, wir haben die gesamte Pandemie über eigentlich seit München 2020 März haben wir alle 4 Wochen an unserem Hygienekonzept geschraubt, gearbeitet und mit der Stadt sind wir natürlich uns in vielen, vielen Punkten einig. Und ich glaube, die ersten 10 Veranstaltungen hat man uns bis aufs Kleinste auch untersucht, durchsucht, durchleuchtet hier und wir haben es uns stetig verbessert. Ich möchte einfach mal sagen, dass wir einfach besser aufgestellt sind, wahrscheinlich als andere Veranstalter, die das Risiko wahrscheinlich nicht gehen wollen. Oberhausen
ist zu 100%ig abgesichert. Es wird veranstaltet, es wird eine ausverkaufte Köpi-Arena geben, das erste Mal nach der Pandemie. Und ich glaube mal, das ist unser Vorteil gegenüber anderen, dass wir eben gut aufgestellt sind. Zudem kommt, es gibt da keinerlei Risiken. Also der Ticketverkauf aktuell läuft sehr, sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Es zeigt uns auch, dass die Leute wirklich wieder was unternehmen möchten. Sollte irgendwas passieren, im unwahrscheinlichen Fall aller Fälle, wie es auch damals schon mal vor 2 Jahren passiert ist, dann bekommt jeder natürlich selbstverständlich sein Geld sofort wieder zurück. Das ist außer Frage. Aber wir haben jetzt gestern nochmal mit der Halle gesprochen. Es gilt aktuell weiterhin die 3G-Regelung. Sollte eine 2G-Plus-Regelung kommen, dann ist es nun mal so, das kann man nicht ändern, aber zu keiner Zeit geht irgendeiner ein Risiko ein. Von daher, wir freuen uns so über alle Leute, die weiterhin Lust haben, Tickets zu holen und uns zu unterstützen. So wie es aussieht, wird die Halle extrem voll werden. Wenn man im Netz mal schaut nach den Verkäufen aktuell, ist festzustellen, dass, wenn ich richtig informiert bin, die Vorverkäufe für Oberhausen schon deutlich über denen der Mitanbieter am Markt sind, die ja schon in den letzten Wochen hochkarätige Kämpfe rausgehauen hatten. Und da gehen jetzt merklich wohl Zahlen zurück. Wie seht ihr das? Also ich habe jetzt, wenn du meinst, dass irgendwelche Mitbewerber hochkarätige Kämpfe gemacht haben, das sehe ich jetzt nicht so, weil mich hat irgendwie nicht so richtig imponiert. Die hochkarätigen Kämpfe, die sitzen jetzt hier am Tisch, das kann sich sehen lassen und ich weiß ganz genau, dass Qualität überzeugt. GMC macht seit über 10 Jahren seinen Job richtig. Auch wir machen Fehler, auch wir entwickeln uns weiter. Wir haben uns auch jetzt wieder zur Pandemie weiterentwickelt. Von daher ist das, was die Fans honorieren und deswegen werden die Tickets momentan so gekauft und deswegen ist die Nachfrage so groß. Ja, wie zufrieden seid ihr generell, jetzt in einer großen Arena wieder veranstalten zu können? Ihr habt es ja im Vorfeld gesagt, knapp 2 Jahre ist es her. Seid ihr da auch stolz drauf, dass ihr das jetzt liefern könnt, besonders in diesen Zeiten? Ja, selbstverständlich macht uns das stolz, aber man darf nicht vergessen, wir haben 3 Fight Islands veranstaltet zur Hochburg. Wir waren draußen an der Sonne, wir haben 11 Fight Nights veranstaltet, weil es einfach nicht möglich war, in größere Hallen zu gehen. Sonst hätten wir auch dieses in der Corona-Zeit getan. Die Hallen haben sich einfach gesperrt. Jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil, da wir natürlich alle 14 Tage hier veranstalten, in unserer eigenen Arena. Wir haben über die Corona-Krise oder Corona-Zeit, will ich es immer nennen, nicht Krise, wir haben keine Krise gehabt. Wir haben hier unsere GMC-Arena gegründet. Wir haben hier einen eigenen Headquarter gegründet in Gelsenkirchen. Werden hier weiterhin veranstalten für Amateure und auch für Profis. Und jetzt, wo der Run endlich wieder losgeht und die Pandemie anscheinend einigermaßen unter Kontrolle gebracht ist, freuen wir uns natürlich riesig auf die Arenen. Dürfen wir auch nicht vergessen, im April startet unser Fight House. Also die Projekte fürs nächste Jahr sind eigentlich schon gesichert. Wir haben einen Tourenplan für 2022 und 2023 schon gemacht. Wir werden wieder deutschlandweit im Grunde veranstalten. Wir werden 2022 mit Berlin, Hamburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf und natürlich auch Oberhausen. Oberhausen wird bleiben. Die beginnen wir erstmal, aber wie gesagt, also von einer Krise möchte ich nicht sprechen. Es war einfach zuschauerärmer als sonst, aber wir haben trotzdem spitzen Fights gehabt. Man darf nicht vergessen, Anatoly Bahl hat das Main Event gegen Raymond Jarman gehabt auf der Fight Island. Es waren Bombenkämpfe, Michael Smolik gegen Kamran Aminzade oder natürlich Alexander Wesner. Man hatte ja Top-Akteure hier zu sehen bekommen für einen schmalen Taler und ganz nah auch am Cage. Ja, für den Main-Event Anatoly Bahl, dein Gegner Erhan Kartal ist heute nicht erschienen. Die Info kam erst auch jetzt vor kurzem. Gehst du davon aus, dass tatsächlich was bei ihm vorgefallen ist, wie der Veranstalter gerade gesagt hat? Oder siehst du es vielleicht eher so als psychologischen Vorteil, dass er dir noch gar nicht entgegentreten wollte vor dem Event? Also falls da bei Erhan möglich was vorgefallen ist, dann tut es mir leid für den. Ist auch scheiße, aber meine persönliche Meinung, und das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, hat einfach keinen Bock gehabt und weiß ich nicht, hat Angst gehabt oder sonst noch was, deswegen ist er nicht erschienen. Gehst du jetzt vielleicht davon aus, dass der Kampf so ein bisschen in Gefahr sein könnte, dass er vielleicht am Kampftag dann auch nicht erscheint? Das hoffe ich nicht, nee. Ich denke, alle Zuschauer hoffen es auch nicht.
Ihr gehört ja beide zu den K.O.-Punchern in eurer Gewichtsklasse. Vielleicht ganz kurz auf den Fight eingehend. Wie glaubst du, wird der Kampf verlaufen, wenn ihr euch beide im Käfig gegenübersteht? Also so wie ich den Erhan aus den vorherigen Kämpfen gesehen habe, ist er sehr zurückhaltend, abwartend, hat zwar harte Schläge, ist aber jetzt weniger beweglich im Kampf und ich denke mal, er hat noch nie so einen Gegner gekämpft wie mich und der Kampf wird von der ersten Minute mit Tempo angefahren und deswegen, ich glaube, er wird so richtig Probleme haben mit meinem Kampfstil, da der so einen Gegner wie mich noch nicht gehabt hat. Ja, eine ähnliche Frage möchte ich Michael Smolik und Alexander Wesner stellen. Das Thema Gegnerqualität, vielleicht fange ich mit Michael an. Glaubst du, dass Alexander der schwerste, der härteste Gegner sozusagen sein wird für dich im MMA bislang? Und gleichzeitig die gleiche Frage dann bitte nochmal zurück. Ja, also über meinen ersten Kampf brauchen wir gar nicht sprechen, das war lächerlich. Er hat sich da hingelegt und ich kann auch die Leute verstehen, die dann irgendwie glauben, dass da irgendwas gekauft worden ist oder nicht. Letztendlich kann ich an dieser Stelle nur sagen, dass das einfach ein lächerlicher Vorwurf ist. Ich weiß nicht, was er an diesem Tag gemacht hat, ob er nur Angst hatte oder einfach nur die Kohle einstecken wollte, kein Plan. Kamran war dann schon eine andere Geschichte. Für mich ein gutes Debüt, mein eigentliches Debüt und da stehe ich auch voll dahinter. Also fand ich ein guter Kampf, ein guter Gegner, ein guter Mann für mich. Und ja, Alexander Wesner jetzt in meiner MMA-Karriere definitiv der stärkste, beste Mann. Aber ist auch gut so. Also ich will immer bessere Männer kämpfen. Ich will natürlich mich weiterentwickeln. Und mit dem Alex habe ich da einen guten Mann vor den Fäusten, wo ich das auf jeden Fall kann. Ja, ich würde sagen, Michael hat einen guten, unorthodoxen Kampfstil. Kommt ja, ich glaube, aus dem Taekwondo. Sehr viele Kicks. Aber MMA ist nicht nur Kicks, ne? Eine Frage an Anatoly Bahl nochmal, den Main Event des Abends am 27.11. Anatoly, Erhan Kartal ist in seiner Profikarriere ungeschlagen, 10-1 ist seine Bilanz. Das einzige Match, das sich nicht positiv hat niederschlagen können, ist durch eine Verletzung hervorgerufen worden, die nicht wirklich seinem Gegner zugesprochen werden kann, sondern die eher eine alte Verletzung ist, die wieder aufgegangen ist. Damit ist er ungeschlagen, ist nie vorzeitig gestoppt worden. Was bringt dich dazu anzunehmen, dass du derjenige bist, der das ändern kann? Also wie gesagt, Erhan hat noch nie so einen Mann gekämpft für mich. Und deswegen wird der Kampf so vollendet sein, so wie der halt sein wird. Also ich werde ihm keine Sekunde Pause geben und wie gesagt, der hat einfach so einen Mann wie mich noch nicht gekämpft und das wird sich am 27.11. in der Köpi Arena zeigen. Michael, nicht wenige wollen sehen, wie du scheiterst in dem kommenden Kampf. Motiviert dich das zusätzlich zu deinem intensiven Training? Geil. Geil einfach. Ich liebe das. So. Sollen die doch alle labern, Mann. Sollen die doch selber mal ins Training gehen und gucken, wie hart das ist. So. Das wird nie aufhören und das ist auch gut so. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der polarisiert. Es gibt viele, viele Leute, die mich schon fast lieben, könnte man sagen. Es gibt Leute, die mich hassen. So ein neutrales Ding ist ganz selten bei mir. Das ist gut, mich motiviert das. Also ich kenne das nicht anders, schon von Beginn auf. War es immer so, dass ich polarisiert habe. Und wenn sie das meinen und wenn sie mich unterschätzen, bin ich am stärksten mit der Rücken zur Wand. Ja, die gleiche Frage an Maurice Adorf. Ähnliches Spiel, wenn man den sozialen Netzwerken Glauben schenken darf. Viele wollen dich eben auch verlieren sehen, besonders da deine einzige Niederlage bislang tatsächlich auch nur in Oberhausen war. Du kämpfst sozusagen an gleichem Wirkungsort wie damals. Was hast du dazu zu sagen? Gleichzeitig, was hältst du davon, wieder in Oberhausen zu kämpfen? Ja, also mich interessiert das nicht, wer mich verlieren sehen will oder sonst was. Seit ich mit dem Sport angefangen habe, seit ich professionell kämpfe, es ist schon, also da hat es schon so angefangen. Mich hat es noch nie interessiert. Die Leute freuen sich, wenn ich verliere, aber das sind Leute, die haben keine Ahnung, die wissen eigentlich gar nichts von dem Sport. Die wissen nicht, was jeder Kämpfer durchmacht. Die wissen nicht, dass man jeden Kämpfer respektieren sollte, der allgemein überhaupt im Käfig steigt und kämpft. Das ist schon so, das heißt schon was.
Deswegen, also ich mache mir darum keinen Kopf. Ich gehe da rein, ich habe Lust zu kämpfen. Ich bin nach 15 Monaten endlich wieder im Käfig und ich habe Lust, eine Performance hinzulegen für die Fans in der Halle. Und ich freue mich, dass das zeitlich so gut geklappt hat mit der Arena und mein Comeback. Ja, du sprichst es an, 15 Monate Auszeit, Knie-OPs, heftige Verletzung. Jetzt kehrst du zurück. Jetzt fragen sich bestimmt alle, in welcher Verfassung bist du? Bist du 100% und musst du vielleicht auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Aktionen achten oder kannst du, ich sag mal, befreit wieder loslegen? Ja, genau, das stellen sich auf jeden Fall viele die Frage, aber ich bin bei 100%. Ich hatte jetzt genug Zeit, um reinzukommen. Ich hatte genug Zeit, um 100% zu arbeiten, ohne Beschwerden oder sonst was. Also ich werde auf jeden Fall da reingehen, mein ganzes Repertoire abfeuern. Ich werde an gar nichts denken, ich werde auch nicht an die Verletzung oder sonst was denken. An sowas denkt man nicht, man macht einfach und guckt, alles wird kommen, wie es kommen soll. Ja. Kannst du verstehen, Maurice, dass die Erwartungshaltungen sehr groß sind in der Szene? Da die einzig wirklich große Prüfung ist ja zu deinen Ungunsten ausgegangen letztendlich. So, entsprechend groß ist vielleicht auch der Druck auf dich, dass du jetzt abliefern musst? Was heißt, die einzig große Prüfung ist zu meinen Ungunsten ausgegangen? Ja, die größte Prüfung aus Sicht der Öffentlichkeit war ja der Kampf gegen Alexander Wiens. Und der ist ja bekannterweise nicht so ausgegangen, wie du das gewünscht hast. Von der Öffentlichkeit her, weil da die meisten Zuschauer waren. Ja. Aber die Prüfung war keine andere als die 4 oder 5 anderen Prüfungen, die ich sonst hatte. Das war jetzt nicht irgendwie mehr oder weniger. Das war halt nur in Oberhausen, weil ich da um die Ecke wohne und weil ein paar mehr Zuschauer da waren. Sonst hat das nichts damit zu, tun. Deswegen, die Prüfung ist immer dieselbe. Jeder Kampf ist neu, jeder Kampf ist anders. Kann alles passieren und also für mich war das jetzt nicht die größte Prüfung und da bin ich gescheitert. Ich habe einen Kampf verloren, so wie jeder mal einen Kampf verloren hat oder verlieren wird. Wer sich damit nicht abfinden kann oder wer denkt, dass er ungeschlagen bleiben wird, der wird ein böses Erwachen haben, wenn es soweit ist. Aber ich bin wiedergekommen, ich habe 4 Wochen später wieder gekämpft. Ich habe danach bei der letzten Fight Island habe ich gekämpft, 2 Siege eingefahren. Ich bin mit der Niederlage so umgegangen wie ein Profi, ein richtiger Profi, das machen sollte. Und jetzt sind wir hier, wieder da. Also ich sehe das nicht als Fall oder sonst was. Natürlich für die ganzen Hater und die mich fallen sehen wollen, die haben sich da einen abgelacht oder sonst was. Aber was sind das für Leute, was haben die für einen Wert? Natürlich, man braucht die, damit ein bisschen geredet wird. Ist auch gut so, die sollen auch immer da sein. Aber die interessieren mich nicht. Ja. Maurice, ich weiß persönlich, dass du sehr, sehr fleißig bist im Training und auch während deiner Verletzungsphase immer am Ball geblieben bist und das gemacht hast, was dir zumindest in dem bestimmten Rahmen möglich gewesen ist. Nichtsdestotrotz, es ist mit 15 Monaten, August vergangenes Jahr war dein letztes Match, eine gewisse Zeit vergangen, in der du nicht konstant hast trainieren können, nicht konstant hast competen können. Und deswegen die Frage, der berühmte Ringrost, spielt der eine Rolle, ja oder nein? Ich glaube nicht an Ringrost. Also 15 Monate ist jetzt auch keine 2, 3, 4 oder 5 Jahre, was andere Kämpfer haben, die wiederkommen und auf einmal eine Bombenleistung bringen. Also ich glaube nicht an Ringrost. Ich sehe, was ich im Training bringe. Ich sehe, zu was ich in der Lage bin, seitdem ich wieder so zu 100% trainieren kann. Ich glaube da nicht dran. Ich bin mir sicher, dass ich an dem Kampftag am 27. meine 100%ige Leistung bringen werde. Sehr, sehr stark kämpfen werde und den Sieg einfahren werde. Danke, Maurice. Eine Frage an den Gegner. Eduard. Hallo. Frage an dich. Eduard, du bist jetzt noch nicht allzu lange im Profigeschäft. Du hast dieses Jahr das erste Profimatch bestritten, ebenfalls bei der GMC und das auch erfolgreich ausgegangen für dich. Jetzt hast du zum ersten Mal den Schritt auf die ganz große Bühne. Etwas wie in der König-Pilsen-Arena hast du noch nicht gehabt auf so großer Bühne. Dein Gegner Maurice Adorf ist weitgehend bekannt, auch jemand, der sehr polarisiert. Wir haben gesehen, jemand wie Jorge Masvidal schreibt über ihn. Was ist das? Wie gehst du mit dem Druck um, gegen jemanden anzutreten, der so sehr polarisiert, so sehr im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht? Mir egal. Also der meint, spielt jetzt keine Rolle, was er in deutsche MMA
welchen Platz er da hat oder wie viele Leute über ihn kennen. Es spielt gar keine Rolle. Der kommt rein in Cage und zeigt, was er kann. Genau so ist das. Ich will erwähnen, genau so ist das. Es spielt keine Rolle, wer wie die Bilanz ist oder sonst was oder wer was für ein Standing in Deutschland hat, so warum auch immer oder sonst was. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, was man am Kampftag abliefert. Du bist nicht mein Level, weißt du? Hundertprozentig da ist und kämpft. Ja. Gucken in den Kämpfen, ja. Ich zeige alles. Ich habe zwei Kämpfe gemacht. Ein Kampf Amateur, ja, in dieses Jahr. Und ich habe große Ziele, ja. Ich zeige alles in diesem Kampf. Ich denke, das ist zweite Runde, ja. Und ich mache richtig K.O. Gucken. Ich zeige alles. Das heißt, Eduard, du sagst jetzt gerade, in der zweiten Runde machst du ein K.O.? Ja. Und das ein bisschen, ja. Und wird das wieder ein Knie wie in dem einem anderen Match, das du dieses Jahr schon positiv bestritten hast? Oder wie wird es dieses Mal? Ich zeige alles im Kampf, ja. Also ein K.O. zweite Runde wird hier vorher gesagt. Maurice, falls du dich dazu äußern möchtest. Das wird nicht passieren, dass er mich in der zweiten Runde K.O. schlägt. Ich habe seine Kämpfe gesehen. Zufällig war ich hier bei dem Kampf bei GMC. Einen anderen Kampf habe ich auch gesehen. Er bewegt sich gut, er ist gut. Er ist auf jeden Fall ein guter Mann, ist ein gutes Matchup. Ich freue mich auf den Kampf auch sehr. Ich freue mich auch mehr auf den Kampf, als auf den, der ausgefallen ist, weil es, glaube ich, vom Matchup her ist einfach, wie soll ich sagen, es ist ansehbarer, sage ich mal so. Und ich freue mich drauf, er wird mich auf jeden Fall nicht in der zweiten Runde K.O. schlagen. Ich bin mir sicher, dass ich den Sieg holen werde. Und es geht nur um Sieg an diesem Abend. Es geht nur um zurück sein, performen, Spaß haben, das zu machen, was ich liebe, was ich die letzten 15 Monate nicht machen konnte. Ich bin einen ekligen Leidensweg gegangen, seit August, wie du gesagt hast, vom Kopf her und alles drum und dran. Aber ich bin immer wieder aufgestanden, genau wie nach meiner Niederlage oder nach meinen OPs, die ich damals hatte, bevor ich überhaupt den ersten Kampf gemacht hatte. Ich habe immer weitergemacht, kam zurück und genau so wird es jetzt sein. Ich werde auf jeden Fall erfolgreich sein am 27.11. und den Kampf gewinnen. Eduard, was hältst du von Maurice als Kämpfer und was hältst du von ihm als Showman? Ich denke gar nichts, ja. Mir egal. Ich mache meine, ja. Mein Ding. Und ich sehe nicht, wer ist. Wer was macht, ja. Ich mache nur meine Seite. Ja. Genau so soll das auch sein. Genauso soll das sein. Wir gehen da rein, wir kämpfen. Es geht nicht darum, wer über was über den anderen denkt oder so. Wir gehen da rein und kämpfen. Ein Kampf ist ein Kampf und der wird gemacht. Fertig. Ja, Maurice, du wurdest jahrelang mit Conor McGregor verglichen. Ist das eher eine Ehre für dich oder eine Last inzwischen? Es ist weder noch. Also, es war nicht schlimm, dass es so passiert ist, aber ich habe es mir nicht selber ausgesucht. Weißt du, andere Leute haben das gemacht. Und was soll ich sonst machen? Soll ich jetzt hier rumholen und sagen, die nennen mich so? Nein, nennt mich so, wie ihr wollt, ist doch egal. Wenn ihr das so seht, dann seht ihr das so. Und wenn nicht, dann nicht. Ich bin nicht McGregor oder sonst was, ich bin Maurice Adorf. Mein eigener Mann und ich werde das zeigen am 27. Also das ist irrelevant, alles irrelevante Sachen. Voll ruhig, ja. Was? Ich denke, du machst die Show. Jetzt gerade, ja. Aber du bist voll ruhig. Jetzt gerade mache ich Show? Ja, nicht jetzt gerade. Der meint, allgemein, haben wir gesehen von letzter Pressekonferenz, von deinen Kämpfen, dass du viel Show machst, aber heute bist du irgendwie voll ruhig. Ja, das alles interessiert mich nicht mehr. Ich bin das Einzige, was ich im Kopf habe seit Monaten, ist, dass ich einfach wieder kämpfe und ich habe einfach so eine Vorfreude auf diesen Kampf. Ich habe so Bock auf diesen Kampf. Ich will einfach kämpfen, rein und kämpfen. Das war's. Alles andere ist gerade irrelevant. Gut, gut.
Eduard, was sagst du zur Erfahrung von Maurice? Er hat ja einige Kämpfe mehr als du im Profibereich. Allerdings hast du im Amateurbereich auch sehr viel und ausgiebig gekämpft. Wie bewertest du euch beide vom Level? Ich habe 74 Boxkämpfe gemacht, ja, 63 gewonnen, Kickboxing 27 Kämpfe gemacht, ja, 18 KO, 24 gewonnen und ja, und ich habe beste Schule in Deutschland, Planet Delta, ITER, und bei mir guter Coach, er ist UFC-Veteran, ja. Ich bin schon bereit in diesen Kampf. Ja. Meine Erfahrung auch gute. Ich habe gewonnen sibirische Meisterschaft, ja, Kickboxen, K1. Und ich liebe gewonnen, ja. Ja, Alexander Wesner, Michael Smolik hat ja schon so einige Fights besonders im K1 gehabt, ist ein mehrfacher Weltmeister dort. Bedeutet dir das, ich sag mal, mehr gegen so einen Mann zu kämpfen, gegen so einen erfahrenen Standkämpfer auch zu kämpfen? Und wie bewertest du sein Stand-up im Vergleich zu deinem? Womit rechnest du dann am Kampftag? Ich habe das letzte nicht ganz verstanden. Womit rechnest du am Kampftag, wenn du sein Stand-up bewerten würdest? Du weißt ja, er ist mehrfacher Thai-Box-Weltmeister im Vergleich zu anderen Gegnern, die schon mal vor den Fäusten standen. Ich sage, er hat harte Kicks, gar keine Frage, aber meine Aussage ist immer noch dieselbe. MMA besteht nicht nur aus Kicks. Und am 27.11. werden wir sehen, was er drauf hat und was nicht. Michael, 32 Mal hast du gekämpft im K1, im Thai-Boxen auch. Warst unbesiegt, im MMA 2-0 bislang auch unbesiegt. Warum wird Alexander Wesner nicht gelingen, diese Serie brechen zu können? Ja, Alex hat definitiv noch nie so einen Stil gegenübergestanden, wie den ich habe. Also ich habe schon mal gesagt, mein Stil kann man einfach nicht kopieren. Der kann noch so viele Trainingspartner haben, kann noch so viele Kracher haben im Training, hat bestimmt auch harte Jungs, mit denen er trainiert. Aber trotzdem ist es so, dass keiner von denen, kein einziger mich kopieren kann, weil ich einfach einen unorthodoxen Stil habe, der nicht der Regel entspricht, der nicht dem Lehrbuch entspricht. Und das von außen hin vielleicht aussieht wie, hey, der kann nichts, aber stell dich mal mit mir zum Sparring hin oder in den Cage, dann wirst du ganz, ganz schnell merken, dass ich was kann. Und das wird mit Alex genauso gehen. Also er wird im Cage mit mir auf jeden Fall Spaß haben. Ich denke, wir werden beide Spaß haben. Wir sind beide da, um zu fighten, um zu ballern und um zu zeigen, was wir können. Und deswegen sind wir hier, deswegen haben wir trainiert. Ich denke mal, er hat sich auch sehr hart vorbereitet. Ich habe mich hart vorbereitet. Und deswegen am 27. werden wir beide abliefern. Fertig. Kommt nochmal eine Frage aus dem Chat. Und zwar an Michael Smolik und Alexander Wesner. Vielleicht erstmal an Michael Smolik. Inwiefern spielt die Emotionalität noch eine Rolle? Wir haben, Moment, hier, wie steht's hier? Ja, hier steht, es wurde verfolgt, dass ihr euch im Cage vergangenes Mal bei der Gegenüberstellung da, dass es recht emotional geworden ist und das Ganze auch auf eine persönliche Ebene gehoben worden ist, wie du es selbst formuliert hattest, Michael. Inwiefern spielt das eine Rolle und inwiefern trägt dich das durch die Vorbereitung? In meinem ganzen Leben war ich schon immer derjenige, der am kopfstärksten war. Ich habe meinen Kopf immer als die stärkste Waffe benutzt. Und wenn man sich mal den Verlauf anschaut von mir und die ganze Phase mit Mo Abdallah, wo ich 2 Jahre da durch den Dreck gezogen worden bin und den Typ eigentlich man hätte nur hassen können und teilweise auch Hass dabei war, ich dann zum Kampf hin und am Kampftag emotionslos war und das Ganze professionell gesehen habe, was mir letztendlich auch den Sieg gebracht hat, Kampf hin oder her, wieder war, scheißegal, Hauptsache ich habe gewonnen, das war mir auch wichtig da, der weiß, dass Emotionen mich nicht leiten, nie. Im Vorfeld sagt man vielleicht ein paar Dinge, man stichelt den Gegner ein bisschen, gehört auch ein bisschen dazu, ist auch alles cool, aber letztendlich sehe ich das alles immer sportlich und professionell und so, das werde ich auch im Cage tun, da wird mir kein einziges Wort oder keine einzige Geste oder sonst irgendwas mir den Kopf verdrehen. Im Gegenteil, ich bin da wie immer klar im Kopf und so werde ich den Kampf auch angehen.
motiviert es dich denn für die Vorbereitung? Denn du hast dem Alexander gedankt an besagtem Tag und hast ihm gesagt, danke, dass du es mir so leicht machst. Ich habe dich als einen netten Typen kennengelernt, aber jetzt habe ich richtig Bock, dir in die Fresse zu hauen. Zitat Ende. Ja, natürlich ist das eine zusätzliche Motivation. Also, wenn man davor irgendwie nicht weiß, wie man ihm gegenüberstehen soll, weil man ihn eigentlich korrekt findet so, und dann kommt so eine Aktion, dann ist es natürlich für einen umso leichter, sich zu motivieren. Aber es ist völlig egal. Also es ist völlig egal, ob der Gegner irgendwie ein Arschloch ist oder ob der cool ist oder ob ich ihn mag oder nicht mag. Das spielt keine Rolle. So im Cage oder im Ring werde ich immer die gleiche Performance abliefern. Und alles, was zählt, sind diese 15 Minuten. Mehr nicht. Danke, Michael. Alexander, gibt es eine persönliche Note im ganzen Match? Hat es dich bewegt oder irgendeine Art und Weise berührt, diese Gegenüberstellung mit dem Michael am Cage vor kurzem, die wir alle noch vor Augen haben? Die einzige Berührung war ja der Nasenstupser, sag ich mal. Aber im Endeffekt sollte man da eher mit einem klaren Kopf rangehen, die Sache vielleicht nicht immer so persönlich sehen und dementsprechend sich dann auch so drauf vorbereiten, weil wenn man immer alles persönlich nimmt, dann wird man ein bisschen emotional. Das ist nicht immer positiv. Eine Frage für Anatoli. Du hast schon so einige brutale Schlachten geschlagen. Erhan Kartal ist natürlich auch ein sehr gestandener, schlagkräftiger Mann. Glaubst du, dass eben dieser Vorteil, den du hast, diese Erfahrung, dir besonders helfen wird in so einem Duell? Das erste oder das letzte? Das letzte. Glaubst du, die Erfahrung aus diesen harten Schlachten werden dir helfen, wenn du gegen so einen schlagstarken Gegner wie ihm dann im Cage stehst? Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich finde, der Erhan Kartal ist nicht der härteste Mann, den ich bislang in meiner Karriere gekämpft habe. Aber klar, meine Schlachten, meine Erfahrung hat's in sich. Und ja, also ich rechne mit nichts Neuem jetzt am 27. Also mich erwartet da nichts Neues. Ja, einige Stimmen behaupten, dass du eben, weil du so viele harte Schlachten schon erdulden musstest, so formuliere ich es mal, du nicht mehr der Alte bist, du nicht mehr so viel aushältst. Wie siehst du das? Was hast du dazu zu sagen? Ja, nee, im Gegenteil. Also mit dem Alter werde ich besser, meine Leistung wird besser. Wie gesagt, diese Erfahrung, die ich auch aus meinen Kämpfen mitbringe, die hat auch so in sich und ihr werdet auf jeden Fall nicht den alten Anatoli am 27. sehen, sondern eine neue Version von mir, die um einiges besser ist wie die alte. Alexander Wesner, der Kampf gegen Michael Smolik ist im Halbschwergewicht. Für ihn erstmal eine neue Gewichtsklasse. Er muss Gewicht machen im Vergleich zu dir, denke ich mal, der das schon gewöhnt ist, in dieser Klasse zu kämpfen. Gehst du davon aus, dass das ein Vorteil oder ein Nachteil sein wird, vielleicht aus seiner Sicht? Und gleichzeitig vom Gewicht am Kampftag selbst, wie gehst du damit um? Ich denke sowohl als auch. Ich denke, einerseits ist es ein Vorteil für mich, weil ich halt so gut wie gar nicht cutten muss. Er muss mit dem Gewicht runtergehen. Am Kampftag wird es vielleicht sein, dass er ein paar Kilo schwerer ist. Aber wie gesagt, es ist nicht mein erster Kampf im Halbschwergewicht und dementsprechend bin ich solche Jungs gewohnt. Ja, Michael, vielleicht nochmal deine Sicht der Dinge zu diesem Thema. Und gleichzeitig gehst du davon aus, dass Kondition eine große Rolle spielen wird in diesem Duell oder wird das Ding nicht über mehrere Runden gehen? Also zum einen, was das Gewicht betrifft, klar, wenn man ein paar Kilo mehr hat, ist das immer ein Vorteil irgendwo. Jeder, der irgendwie MMA gemacht hat schon mal oder Grappling oder Ring oder whatever, der weiß, dass da jedes Kilo irgendwie eine Rolle spielen kann. Letztendlich ist es so, dass, weil du mich fragtest nach der Kondition ist in jedem Kampf wichtig. Also wenn du in einen Kampf reingehst und denkst, dass es nach 50 Sekunden oder 30 Sekunden erledigt ist und dann keine Kondition trainierst, dann hast du irgendwas nicht verstanden. So. Also du musst immer davon ausgehen, dass der Kampf die volle Länge geht. Und solltest am besten noch das Doppelte davon trainieren, dass deine Luft auch ausreichend ist, wenn es tatsächlich so der Fall ist. Ich habe schon erwähnt, der Kampf wird, und da sind wir uns beide einig, nicht über die volle Zeit gehen. Er wird vorzeitig beendet werden. Ob in der ersten, zweiten oder dritten Runde, spielt keine Rolle. Er wird vorzeitig beendet werden. Äh,
Nochmal eine Frage aus dem Chat kommt hier gerade, und zwar an den Matchmaker, Dennis und vielleicht auch Michael. Vielleicht könnt ihr beide gerade das Mikro halten. Hier kommt nochmal die Frage auf nach Christian Eckerlin. Ist offenbar inzwischen bei einer anderen ausländischen Promotion gesigned. Man weiß gerade hier nicht im Chat, ob es exklusiv ist oder nicht. Aber die Frage ist, ob das noch im Raum stünde und wenn ja, ob es da schon ein absehbares Datum gibt. Ja, also wir sind natürlich immer interessiert an guten Matches und Christian Eckerlin ist unser Mittelgewicht-Champion, aber wie gesagt, die Diskussionen haben nicht wir herangeschoben, sondern ich glaube, Christian hat den ersten Ball geworfen und er hat, glaube ich, irgendwann mal Michael angedeutet, dass er mal einen guten Gegner nehmen soll. Dann hat der Verlauf natürlich sich, oder die Situation hat sich dann im Verlauf gegeben, eben, dass Michael ihn herausgefordert hat. Und wir sind ganz gespannt auf dieses Match. Und es wurde gefordert, dass der Michael erstmal ein paar Kämpfe machen sollte. Am 27. November macht er seinen dritten MMA-Kampf und Christian macht, glaube ich, jetzt bei einer anderen Organisation gerade noch einen Fight. Das heißt, im Frühjahr werden nochmal die Gespräche nochmal aufgenommen, dann haben beide wieder einige Kämpfe hinter sich und es sieht natürlich auch so aus, dass wenn der Michael immer weiter runter geht, Halbschwergewicht ist auch das Gewicht, was er kann. Er kann auch noch weiter runter, weil er MMA noch nie gecuttet hat. Mittlerweile läuft er auch nur noch mit 95 Kilo rum. Das ist also jetzt keine große Spanne mehr dazwischen. Man kommt sich immer näher und wir hoffen, diesen Kampf nächsten Jahr präsentieren zu können. Ja, was ich noch dazu sagen möchte, ist, mich interessiert das gerade gar nicht. So, ich konzentriere mich auf den Alexander und nicht auf den Eckerlin. Der juckt mich gerade null. So, und ich will nur eine Sache dazu sagen, diese ganzen Vorwürfe von, ich habe da irgendeinen Rechtsanwalt eingeschaltet oder so eine Scheiße, also wo dann irgendwie vorgeworfen wird, dass ich da aufgrund von seinen Videos oder Posts oder so einen Rechtsanwalt angeschaltet habe, um ihn zu verklagen. Aber was ist denn Bullshit? Sowas habe ich noch nie gehört. Da hat er irgendeine Mail bekommen von irgendeinem Fake-Account und hat das wahrscheinlich nicht richtig überprüft. Ich habe bis heute keine Beweise bekommen. Ich habe das gefordert. Zeig mir doch, von welcher Anwalt das ist. Ich rufe da live an und frage, hey, wer hat hier wen verklagt? So. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben auch tatsächlich auch eine Mail bekommen, wo drin stand, ja, wir nehmen das Angebot gerne an gegen Michael, wir können da gerne ausmachen, über was für eine Gage wir sprechen und dann kämpfen wir. Und das war letztendlich auch ein Fake, aber da ist irgendwie jemand unterwegs, der sich einen Spaß erlaubt. Aber letztendlich, nur um das hier mal an dieser Stelle klarzustellen, dass mal öffentlich gesagt worden ist, dass ich da nicht irgendwie, also hey, ich bin... Ich wurde schon so oft irgendwie öffentlich beleidigt, also ich habe nie irgendwas gemacht, weil ich da einfach drüber stehe. Erst recht nicht beim Eckerlin, also so viel dazu. An Eduard, vorhin die Frage bezüglich Conor McGregor. Du hast ja auch so ein bisschen den Conor McGregor-Look, wenn man das so sagen darf, mit Sonnenbrille, Polohemd, Poloshirt. Wie bewertest du dein Auftreten? Wer macht da die bessere Figur, du oder Maurice? Nein, ich bin nicht Conor McGregor. Ich bin sibirischer Wolf, sibirischer Mann, ja. Da ist schon kalt. Nein, nicht Conor McGregor. Ich liebe nicht so Fake-Fight zeigen. Ich bin immer so. Ja, alle kennen wer es ist und ich bin immer so. Ja. Ja, Maurice, Eduard ist ein sehr beweglicher Kämpfer, spritzig, beweglich auf den Beinen. Glaubst du nichtsdestotrotz, ihn treffen zu können, womöglich K.O. schlagen zu können? Ja, der ist sehr beweglich, der macht viel Beinarbeit, viel auf Bewegung, titscht viel. Aber ich bin auf jeden Fall in der Lage, ihn zu treffen. Ich werde ihn treffen. Ich werde Druck machen. Ich habe Luft für 5x5. Und das werde ich auch zeigen. Also ich werde den Pace auf jeden Fall bestimmen in diesem Kampf. Ja, Eduard, Maurice sagte gerade, er wird den Pace bestimmen, die Geschwindigkeit des Kampfes und er wird dich definitiv treffen. Was hast du dazu zu sagen? Ich treffe den, ja, ich treffe den Ersten, er ist, ich zeige, ja. Maurice, er sagte gerade, er trifft den Ersten, also den ersten Punch, den ersten Wirkungstreffer, mutmaßlich mal daraus, wird er setzen. Was ist deine Antwort darauf? Soll er versuchen. Ich bin jetzt auch nicht ein Kämpfer, der in seinen 6 Kämpfen allzu viele Treffer kassiert hat. Ich glaube, in meinen letzten beiden Kämpfen kombiniert 2 Kopftreffer in 5 Runden. Dies waren 4,5 Runden. Weißt du? Wir sind beides Leute, wir bewegen uns viel.
wir kämpfen zuschauerfreundlich, sag ich mal. Also wenn wir kämpfen oder wenn ich kämpfe auf jeden Fall, sieht immer gut aus, sieht immer schön aus, sieht immer gekonnt aus. Und jetzt werde ich das noch verbinden mit Finishes und dann habe ich das Gesamtpaket. Anatoli, wir hatten gerade schon über potenzielle nächste Gegner gesprochen. Bei Michael Smolik hat man es gehört. Kerim Engizek ist der Champion im Weltergewicht in deiner Gewichtsklasse. Liebäugelst du schon so ein bisschen Richtung Titelkampf? Solltest du das Duell gegen Erhan Kartal gewinnen? Ist das etwas, das dich interessiert? Also der Titelkampf interessiert mich auf jeden Fall. Allerdings jetzt nicht in der 77-Kilo-Klasse. Ist ja nicht meine Klasse. Ja, das haben wir jetzt einfach mal so angenommen, den Kampf, da keiner in meiner eigentlichen Gewichtsklasse antreten wollte oder keiner wollte kämpfen zu dem Zeitpunkt. Deshalb haben wir das genommen, was da war. Und ja, jetzt am 27. Mal im Weltergewicht kämpfen und dann geht's wieder zurück in meine Gewichtsklasse. Und wenn du sagst, deine Gewichtsklasse, Anatoli, dann sprichst du von dem Leichtgewicht letzten Endes? Genau, ich spreche vom Leichtgewicht, allerdings wird es zukünftig dann bis 66 Kilo gehen, also in Featherweight. Was glaubst du, wie weit du von einem Titelkampf in der besagten Gewichtsklasse entfernt bist? Das muss man die Macher von der GMC fragen, weiß ich nicht. Dann geben wir die Frage doch gleich weiter an die Macher der GMC. Also nochmal zur Info, wir hatten vor, einen Titelkampf im Leichtgewicht zu machen. Konrad Drischka sollte der Gegner sein, aber Konrad hat sich gegen Anatoli entschieden. Wir fanden es also sehr bedauerlich. Er hat eine andere Organisation vorgezogen, statt den Titelkampf eben gegen Anatoli Bahl. Anatoli wird demnächst im Leichtgewicht um den Titel kämpfen und er hat das Potenzial, auch ins Federgewicht zu wechseln. Und da haben wir auch spannende Paarungen ab nächstes Jahr Mai dann. Ich würde jetzt die Presse bitten, noch drei Fragen zu machen, damit das Ganze nicht zu lang wird. Und danach bitten wir die Herrschaften nach vorne zum Stairdown, von außen nach innen. Ich erlaube mir nochmal nachzufragen bezüglich des Titelkampfs. Der Titel im Leichtgewicht ist vakant zurzeit bei der GMC. Das heißt, würde dann demnächst hoffentlich wieder vergeben werden. Vielleicht sogar mit Anatoli Balin in einer der beiden Ecken? Ja, genau. Also wir haben jetzt einige vakante Titel. Natürlich in den letzten zwei Jahren, bis auf Mohamed Grabinski, hat kein Titelträger mehr im letzten halben Jahr seinen Titel verteidigt. Mohamed Grabinski ist in eine andere Organisation gewechselt. So ist das Leichtgewicht vakant. Nordin Ashri stand im Superleichtgewicht noch zur Debatte, auch da werden wir zukünftig einen Kampf sehen. Kerim Engizek liebäugelt eben auch in größere Organisationen. Deswegen hoffen wir, ihn noch ein paar Mal zeigen zu können. Christian Eckerling im Mittelgewicht und auch Stefan Pütz sind im Moment in anderen Organisationen. Also wir haben im nächsten Jahr einige neue Titel herauszugeben. Alexander Wesner hat schon einen Contender-Fight gegen Sascha Massafra im Halbschwergewicht gegeben. Das sind eben Kandidaten, die fürs Halbschwergewicht in Frage kommen. Anatoli Wahl war immer im Rennen ums Leichtgewicht Gold. Und ja, ich denke mal, wenn er eine 10-1 schlägt, dann ist er auch, glaube ich, die Nummer 1, auch von den Kandidaten, die das Zeug dazu haben, das GMC Gold um die Hüfte binden zu können. Sehen wir denn auch bei der GMC bald einen Doppel-Champion unter Umständen, wenn Anatoli Bahl jetzt erstmal oder bald hoffentlich im Leichtgewicht antreten darf um das Gold und jetzt schon ankündigt, dass er tatsächlich das Federgewicht anstrebt? Natürlich, das sind ja immer so die interessanten Kämpfe, wenn ein Titelträger, wir hatten ja schon mal auch einen Sabah Bolagi, der im Bantam und im Federgewicht den Titel hatte und auch ein Mohamed Grabinski ist zwischen Leicht- und Weltergewicht gependelt. Das sind natürlich, oder natürlich Stefan Pütz zwischen Schwer- und Halbschwergewicht. Das sind natürlich die interessanten Kämpfer. Das sind auch Paarungen, die das Publikum sehen möchte. Und ja,
Wir sind froh, eben einen Kämpfer wie Anatoli Baal in unseren Reihen zu haben, der in drei Gewichtsklassen rumherwandert. Eigentlich sind es ja vier, wenn man vom Federgewicht ins Leichtgewicht, ins Superleichtgewicht und dann ins Weltergewicht blickt. Also es gibt nichts Schöneres, wenn Kämpfer flexibel genug sind, zu sagen, ich kämpfe auch in anderen Gewichtsklassen, damit man eben da auch spannendere Paarungen auch auf die Beine stellen kann. Ja, nochmal zum Hauptkampf des Abends, Anatoli. Rechnest du mit einer Materialschlacht gegen Erhan Kartal, dass sich das über mehrere Runden zieht, oder strebst du es eher an, so schnell wie möglich zu beenden? Ich glaube nicht, dass der Kampf über die volle Distanz gehen wird. Ja, es wird auf jeden Fall ein vorzeitiges Ende haben. Und die letzte Frage, wenn ich noch darf. Die große Arena, König-Pilsen-Arena in Oberhausen, der Main-Event. Du stehst dort vor großer Kulisse. Gib uns nochmal deine Sicht der Dinge. Was geht dir jetzt im Vorfeld vielleicht durch den Kopf? Ganz viel Druck, oder freust du dich schon richtig drauf, eher das Gegenteil, sozusagen frei aufzulaufen? Also Druck verspüre ich keinen. Ich freue mich auf den Kampf. Ich freue mich, wieder in einer großen Arena kämpfen zu können bei der JMC. Und ja, schade, dass der Erhan heute nicht gekommen ist. Ansonsten, ja, wir sehen uns spätestens am 27. Und dann werden wir Spaß haben. Alles klar. Wir bedanken uns dann recht herzlich an allen Beteiligten. Und würde bitten, die Kämpfer nach vorne zu kommen, abwechselnd, und zum Stardown. Ja, wir fangen mal hier unserer drittletzten Paarung an. Es ist ein Kampf. Ihr habt es alle gerade nochmal gehört. Ich möchte es nochmal wiederholen. Also die Eduard Edvokimov noch nicht kennen. Er ist ein gestandener professioneller Boxer, auch im Kickboxen unterwegs gewesen. Mittlerweile ungeschlagen im MMA-Sport. Da steht eine 3-0 gegen eine 5-1 gegenüber. Unser Kampf Eduard Edvokimov gegen Maurice Adorf am 27. November in der Königspilsener Arena. Unser Co-Main-Event wird dann sein Alexander Wesner gegen Michael Smolik. Für alle die, die es gefordert haben, dass Michael Smolik endlich mal einen guten Gegner bekommen soll, hier habt ihr ihn. Unser Titelaspirant Alexander Wesner gegen Michael Smolik. Und natürlich unser Main Event, Anatoli Baal. Leider Gottes ist Erhan Kartal heute ausgefallen. Anatoli gegen Erhan Kartal. Für die Fotos, vielleicht für die Fotografen nochmal in beide Ecken. Genau. Ja, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und GMC-TV abonnieren für 4,99 € für alle die nicht in die Halle kommen können. Ansonsten am 26. November haben wir natürlich unsere Waage, auch in der Köpi-Arena, zu streamen auf YouTube und auf GMC-TV. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Spaß.